Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wettervideo hier am Strand von Maspalomas. Heute am 6. März 2022. Es ist 9 Uhr und 37 Minuten. Ja, gleich sehen wir die aktuelle Temperatur. 23 Grad und jetzt gibt es auch gleich die aktuellen Wetterdaten im Fahren. Ja, im Moment ist das noch möglich. Wir haben hier wenig Verkehr, ja, außer eben hier doch ein paar Hunde. So, Sonnenaufgang 7 Uhr und 22, Sonnenuntergang 19 Uhr und 5 Minuten. 'Traumhaft ruhig, kein Wind, obwohl die Vorhersage bis 25-30 Stundenkilometer gewesen ist. Luftfeuchtigkeit knapp unter 70% und keine einzige Welle hier auf unserer Chalka. Auf das Meer ist ziemlich ruhig, man hört auch kaum hier was. Keine einzige Wolke hier am Himmel. Ja, wunderschön, wenn das richtig ruhig ist, also wenn es keinen Wind hat. Ja, das schaukelt nicht schlecht, das kleine Boot da. So langsam kommt hier Bewegung rein. Wir haben Niedrigwasser, sehr gut zum Laufen. Ja, und da ist wieder Sand mit hochgekommen. Man sieht es zwischen den Steinen, wenn die so teilweise aufgefüllt sind. Auch hier an dieser Stelle. So, mal der Blick auch hier in die Berge. Apropos Berge. Ja, heute Morgen ist ja das erste Video hochgeladen worden oder online gestellt von unserer Tour. Es gibt weitere. Und es gibt viele, die Interesse haben, auch die Touren mal abzufahren. Und ich habe das versäumt, am Anfang auch ein bisschen zu organisieren. Das heißt, ich werde die Videos, die ich im Archiv habe, zusammenstellen und dann in die Playliste einfügen, dass ihr beim Suchen es einfacher habt, die Videos zu finden. Da gibt es ja eine Playlist und dann, ja, durch ein Stichwort gekennzeichnet, könnt ihr dann diese Sachen dann nachlesen und könnt dann auch die Sachen dann noch mal sehen, aber am Stück, das heißt so ein Tagesausflug komplett, und das machen wir dann. Ja, hatte gerade wieder ein nettes Gespräch mit einer Conny, die auch im Kanal schreibt. Ja, da ging es um die Liegen wieder mit Bar bezahlen und nicht bezahlen. Oder nicht bar bezahlen. Amadoris ist es möglich in bar bezahlen, aber das ist eine andere Firma, die die Sachen vermietet. Die sind da auch etwas teurer. Und ja, der Grund, warum noch nicht mehr Liegen da sind,
im Moment an manchen Stellen fehlen welche, an manchen Stellen sind welche zu viel. Aber das kriegen die auch noch in den Griff. Dann noch so ein kleiner Geheimtipp vielleicht. Beim Sportflughafen San Agustin Richtung Bahia Feliz. Oder Bahia Feliz, sagen wir so. Da gibt es am Sportflughafen auch ein schönes Restaurant. Auch günstig, gut und günstig außerdem noch. Und das sollte man vielleicht auch mal hinfahren und einmal ausprobieren. Ich werde es machen, werde dann auch berichten. Ich war jetzt die letzte Zeit nicht da, aber ich habe gehört von Gästen, dass die da sehr gut bedient worden sind und sehr gut geschmeckt hat. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch Erfahrung und kann das im Kommentar schreiben, auch wenn jemand weiß, ob Dolores, aber ich, so viel ich weiß, sind die Apartment Dolores noch nicht komplett renoviert. Ja, dann nochmals zu den Videos von unterwegs, dass ihr nicht immer das Gleiche seht oder die Insel kennenlernen wollen, die unterwegs sein wollen, dann werde ich diese Inseltouren zusammenfassen und dann als komplette Tour anbieten. Das wird eventuell dann die Conny machen. Conny Canarias, die ja die Hintergründe immer ein bisschen genauer erforscht von Land und Leuten. Wobei ich immer eigentlich der Filmer bin, beziehungsweise das sage, was mir in diesem Moment dann auch gerade so einfällt. So, jetzt genießen wir hier erstmal das schöne Wetter, das Spazierengehen. Es geht ja auch nicht nur um den Strandbesuch, jedenfalls für mich nicht. Für mich geht es auch um, ja, fit zu bleiben, hier im Wasser zu laufen. Das ist sehr angenehm und bestimmt gesünder wie irgendwo in der Stadt. Ja, die Tage jetzt, die kommenden, werde ich die Videos immer so einzeln in den Abschnitten hochladen oder die sind schon hochgeladen, dann sichtbar machen. Und das sind jetzt also nur nicht geschnittene Videos, sondern das sind die aufgenommenen Videos aneinandergereiht, aber jetzt nichts verändert, nicht vom Ton und nicht vom, ja, von der Technik her, sondern so wie es mir möglich ist. Ich kann da nicht mehr Zeit verwenden. Dann sitze ich den halben Tag am Computer und das ist mir dann zu viel. Ach, ist das schön. So, und ich werde auch ein bisschen Zahn zulegen jetzt und melde mich dann am Rückweg nochmal. So, nochmal hier bemerkt, am Strand, das Wasser ging jetzt direkt bis zu den Dünen hin, ist sogar bis hier nach oben gekommen und ganz dunklen Sand mitgebracht. Und ihr seht, da gibt es sogar wieder hier eine Abrisskante an dieser Stelle. Ganz dunkler, schwarzer Sand. Und hier wieder 80, 90 Zentimeter die Abrisskante und hier ist das Wasser reingelaufen. Bis nach hinten durch in diese kleine Senke. Ja, ist schon faszinierend, was die Natur hier wieder vollbracht hat. So, hier wieder an der Punta de Maspalomas und ja, auffällig wieder hier auch
eine Abrisskante zu sehen, aber nichts Gravierendes, man kann wunderbar laufen. Und ihr seht, hier ist deutlich mehr Bewegung. So, und jetzt ist es auch immer so, dass man auch viele leicht begleitete oder nicht begleitete Menschen sieht. Und da möchte ich ja keinenfalls Aufnahmen machen. Also muss das Auge auch immer gucken, wer wo einem da entgegenkommt oder wir entgegenkommt. Ja, ich gehe jetzt hier auch wieder zurück und wunderschön hier im Wasser zu laufen. Ich werde jetzt noch mal einen Blick in die Berge wagen, wenn die Gruppe hier vorbei ist. So, jetzt hier Richtung Rio Palas. Genau da stand ich ja gestern Morgen. Ja, und alles wieder ganz klar und die Farben und die Abgrenzung zum Himmel, alles gut erkennbar. So, jetzt aber ein bisschen zügig nach vorne. Ja, und wie ihr sehen könnt, jetzt wird es auch langsam richtig beliebt hier. Ja, so sieht es jetzt hier am frühen oder am späten Vormittag aus. Und die Uhrzeit haben wir gleich. Und auch das aktuelle Wetter, die Temperatur. Geht gerade noch mal der Blick hier in die Berge. So, einfach ja einmal am Tag hier sein. Thermometer zeigt immer noch 23 Grad an. Und die Uhrzeit 10 Uhr und 38 Minuten. Also es ist ja noch früh. So, mit diesen Bildern möchte ich mich dann auch verabschieden und sage bis später zur Realität oder wie ihr wollt, zum Wettervideo oder Harry unterwegs. Bis dann, macht's gut und einen schönen Sonntag.